Hallo, ihr lieben Freunde da draußen. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Resident Evil 8. So, ich habe gespeichert. Das heißt, egal was wir jetzt hier unten erleben werden, ich kann noch mal den Speicherpunkt laden und ihr werdet nie diese Aufnahme sehen. Nein, aber theoretisch, ne, ich kann immer wieder zurück. Vielleicht gibt es hier unten Fische. Ja, oder auch nicht. Wo bin ich denn hier? Okay, sieht prinzipiell aus wie eine Falle. Okay, wo zur Hölle bin ich hier gelandet? Hallo? Also wenn die Dinger runterkommen, möchte ich hier aber eigentlich nicht mehr stehen. Ich wollte eigentlich nur Fische sammeln. Das war eigentlich so das Einzige. Von der anderen Seite verschlossen. Ja, das ist natürlich schlecht. Ich sehe da einen Schatz. Und wie komme ich auf diese besagte andere Seite? Das sieht ein bisschen rätselig aus. Ich bin mir aber irgendwie nicht ganz sicher. Ist das ein Rätsel in sich oder kann ich hier irgendwie was machen? Also es sieht so aus, das sieht da aus wie eine Steuerungskonsole. Ich weiß noch nicht, wie man da hochkommt. Ich kann ja leider nicht springen. Das kann ich leider auch nicht verrücken. Ach, gucke mal. Ach, gucke mal. Ach, gucke mal. Auf einmal komme ich hoch. Ja, das ist doch schön. Also. Ja, gucke mal. Ah ja, okay. Das heißt, ich muss wahrscheinlich das so machen, dass ich da. Okay. Okay. So. Ah ja. Aha. Und wo soll ich den jetzt deiner Meinung nach hinschieben? Okay, er schiebt ihn einfach weiter vorwärts. Das war's. Okay, das war's offensichtlich. Ich nehme mal an, ich soll dann hier. Ah ja, ah, okay, und das muss ich wegschieben. Okay, aber dadurch schaffe ich ja immer noch nicht den Sprung dahin, oder? Oder bist du ein guter Springer, Ethan? Ich bin mir nicht so sicher, ob Ethan das gewuppt bekommt. Oder wenn der hier runter darf, darf dann vielleicht ein anderer hoch? Ist es vielleicht so? Ich muss mal einfach testen. Einfach mal testen. So, warte mal. Wenn der da. Ah, ja. Ich bin mir jetzt gerade noch nicht sicher. Also ich kann die auf jeden Fall alle runterlassen. Verstehe ich. Kann ich denn damit hier noch irgendwas machen? Nee, weil ich nehme mal an, dass ich das nicht weiter verschieben darf. Also ist es wirklich so, dass ich jetzt einfach darüber springen soll? So meine ganzen Sprungkräfte zusammennehmen soll und springen soll? Okay, ja. Es ist einfach das. Okay, cool. So. Ich hoffe, die Dinger kommen nicht runter, während ich dann gleich hier reinhüpfe. Ist da hinten noch irgendwie was? Nö. Okay. Dann mache ich Hüpf. Okay, dann mache ich Hüpf. Jetzt. Jetzt habe ich Hüpf gemacht. Gut. Schön. Blendgeschoss mag ich. Großer Taubenblut. Ah, gucke mal. Oho, Blendgeschosse hier nochmal ordentlich am Start. Also offenbar sollen wir irgendwas blenden. So, damit habe ich das aber immer noch nicht fertig. Aber vielleicht, wenn ich die Tür entdecke.
Ich hoffe, die Teile kommen nicht gleich runter. Aber bei meinem Glück. Wahrscheinlich habe ich hier irgendwo was verpasst, da oben. Ich wette, da hätte man noch anders gehen können. So, kommt ihr runter? Nee. Wirkt irgendwie nicht so. Also wahrscheinlich habe ich da oben irgendwas verpasst. Weil wenn hier nichts mehr ist, ja, ist aber auch nicht so ganz dramatisch, glaube ich. Ich meine, den Hauptschatz habe ich geborgen, alles andere ist Bonus. Ja, ist nicht schlimm. Fische? Leben hier vielleicht in der Drecksbrühe Fische? Nö. Tja, dann schade, schade. Dann gehen wir mal. Ich meine, es war sowieso schon ein Bonus, dass ich das überhaupt da gefunden habe und da überhaupt noch mal hin bin. Aber ich weiß ja nicht. Ich meine, Heisenberg ist der letzte Graf. Ich nehme an, da müssen wir noch gegen Mutter Miranda kämpfen. Aber ich denke, Heisenberg hat ja auch der Typ gesagt, ist einer der schwierigsten Grafen. Und deswegen nehme ich an, dass ich sehr, sehr dumm wäre, wenn ich mich nicht komplett irgendwie ausstatten würde, bevor ich zu dem Typen gehe. So, was ist jetzt hier? Komme ich jetzt hier wirklich nochmal ins Schloss oder was ist jetzt hier das Ding? Oh nein! Nein, tu mir das nicht an! Ich und Schwing, das ging schon mal nicht gut. Okay, wo bin ich? Okay, da liegt auf jeden Fall jede Menge Gold. Da liegt wahrscheinlich jede Menge Munition. Okay, was hier liegt, werden wir auch gleich herausfinden. Da ist noch eine Statue. Wo sind wir hier denn? Okay, das ist also das Schatzhaus beim Fluss. Okay. Also das bedeutet eigentlich ultimative Swing Power. Sehr gut. Eins haben wir offen. Das ist doch schon mal gut. Nummer eins offen, ohne Munition zu verbrauchen. Sag mir doch, dass du hier bist. Mann. Wie ich euch Gegner töten hasse, ey. Auf einmal kommen sie alle aus ihrem Loch gekrochen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wieso denn noch mehr? Kommt da jetzt noch mehr? Darf ich da auch runter? Nein. Hallo. Wie lange machen wir denn das Spiel jetzt? Wie viel kommen da jetzt noch? Und vor allem, warum droppt ihr nichts? So, ich gehe da jetzt mal ein Stück weg, um nicht noch mehr aufmerksam. Das ist jetzt aber echt uncool, ne? Das finde ich ein bisschen gemein. Sag jetzt bitte nicht, die Gegner kommen jetzt wirklich in einer Frequenz. Oh nee, ey. Das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein, dass ich jetzt hier mit Gegnern belagert werde, während ich versuche, dieses Rätsel zu machen. Das finde ich dumm. So. Ach, guck mal, Grillsaison ist eröffnet. Ja, moin. So, aber ich frage mich, wie soll er das denn da schaffen, dass das nach da hinten kommt? Ach, da kommen jetzt unendlich viele raus. Komm, ich habe jetzt gar keinen Bock gerade auf euch. Wie soll man das denn schaffen, dass das bis da hinten reicht? Oh, ich wollte ihn eigentlich mit meinem Messerchen messern. Oh nein. Eigentlich wollte ich ihn messern. Ich weiß es nicht. Ah!
Deswegen kommen da unendlich viele Gegner raus. Ah, now. Wie, jetzt kommen keine Gegner mehr raus. Ja, ja, deswegen kommen da die Gegner raus. Ich verstehe es. Man soll den Gegner anfackeln. Und der soll dann das da hinten entzünden. Freund. So, jetzt komm mal mit. Guck mal hier hinten. Ich hab da was für dich. Es ist ein Flammending, was du entzünden kannst. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Nein, komm mal hier. Ja, danke. Merci beaucoup. So, goldene Lady Dimitrescu. Na, das muss ja einiges wert sein, oder? Deswegen kamen da unendlich viele Gegner. So, ich glaube, wir haben hier alles erledigt. Jetzt haben, glaube ich, auch die Gegner aufgehört. Nice, Kati. Ein Rätsel in Resident Evil 8, was du mal richtig gut gemacht hast. Ich bin so stolz auf dich. Danke. Nein, da bin ich wirklich stolz auf mich. Wenn ich überlege, wie kackig ich mich bisher bei den Rätseln angestellt habe, war das jetzt gerade echt so ein ultimatives Highlight. So, dann mal raus hier. Ich frage mich jetzt, ob ich theoretisch den Weg dahin... Ich will das mal ganz kurz meine Theorie prüfen. Was passiert, wenn ich hier nochmal reinrenne? Weil da waren ja auch Fische damals. Ah ja, okay. So viel zu dem Thema, da passiert gar nichts, weil da komme ich nicht nochmal rein. Gut, dann hat sich das auch schon wieder erledigt. Dann würde ich mal sagen, eine Bootsfahrt, die ist lustig. Wir fahren zurück. Ach ja, ich meine, ich hatte eigentlich erwartet, dass wir noch ein bisschen von mehr Gegnern belagert werden. Aber mich stört das nicht, weil wir werden wahrscheinlich gleich mehr als genug Gegner bekommen, wenn wir zu Heisenberg laufen, fahren, fliegen, gehen. Keine Ahnung. Ach, wisst ihr, was mich verwundert? Dieser eine Schatz da bei Muro, den habe ich auch noch nicht. Ob der jetzt unwiederbringlich zerstört ist? Weil dieser, da hat ja gefragt, wie ich den kriegen kann. Okay. Keine Ahnung, wo wir hier sind. Höhle? Höhle mit Fischen? Warum zwänge ich mich hier durch? Wie schlecht kann eine Idee sein? Oh, hallo. Immerhin mal Licht, Ethan. Ich bin so stolz auf dich. Du hast dazugelernt. Was auch immer das war. Okay, moin. Hier hatte offenbar Chris ein Lager. Antike Münze. Oh, der Frontgriff. Eine antike Münze. Da weiß ich zwar noch nicht, was ich damit machen soll, aber egal. Okay, was geht hier? DNA-Sequenzierung abgeschlossen. 99,95%ige Übereinstimmung mit dem Dalvey-Mutamycid. Die Abweichung ist mutmaßlich Resultat künstlicher Veränderungen durch den Menschen. Was bedeutet, dass sich hier vermutlich die Quelle befindet. Weitere Untersuchungen notwendig, wenn wir die Connection dem Pilz finden und extrahieren konnten. Also, ich denke mal, sie meinen auf jeden Fall den Pilz aus 7. Und dann hat sich mein Gedanke auch schon wieder verflüchtigt. Okay, die Pilzkolonie erstreckt sich unter dem gesamten Dorf. Im Fall Baker hat sich gezeigt, dass die Wirte des Mutamycids Teil eines Bewusstseinsnetzwerks sind. Ja, das hatte ich nachgelesen, das wusste ich nämlich nicht mehr. Da war ja wirklich so, dass die alle irgendwie untereinander so pilzmäßig verbunden sind. Wenn dieses Netzwerk hier angebunden ist, können wir dann davon ausgehen, dass dem Organismus hier die Rolle eines Datenspeichers zukommt. Und wenn das der Fall ist, auf welche Daten hat Miranda es abgesehen? Und inwiefern spielt die alte sowie überhaupt eine Rolle? Also teilweise verstehe ich das noch nicht so ganz hier. So. Oh, nice. Sehr schön. So, mein Inventar ist leicht voll. Ich verstehe das alles nicht. Vor allem verstehe ich nicht, warum... Also ja klar, offenbar ist dieser Pilz auch hier irgendwie.
Ach, die Heilige. Was zur Hölle? Wieso ist das eigentlich so? Und warum ist... What the heck? Ach, also auf so einem blöden... Leute, auf so einem blöden Pilz 2.0 habe ich aber so gar keine Lust. Also... Nur damit ihr es wisst. Falls noch Fragen wären. Okay, also wir haben, also auf jeden Fall, aber warum? Ich dachte, dieser Pilz, ach, ich weiß doch nicht, das war ja auf jeden Fall diese Biowaffe, ne? Mia war ja irgendwie Spezialagentin und hat uns das nicht erzählt und, aber warum ist... Oh, Fische! Fische! Jawohl, kommt mal her, ihr Schnuckelhasen. Mami will Fisch essen heute Abend. Yes, du bist wahrscheinlich ein geiler Fisch. Ah, feinster Fisch, nice. Hua! Hua! Ich bin keine gute Fischfängerin! Hua! Yes! Und... Hua! Yes! Nice! Okay. So, ich glaube, das waren alle Fische. Nice! Sehr gut. So, Fisch erledigt. Pilz einmal wieder mal in Action gesehen. Dann würde ich mal sagen, geht's zurück. Wir laufen zum Duke. Und dann müssen wir nochmal gucken, ob ich noch irgendwas übersehen habe. Ich weiß, diese eine Ziege da theoretisch können wir auch noch machen, uns holen, aber da habe ich jetzt noch nicht so die Mega-Verwendung für das Vieh. So, hier möchte ich bitte anlegen, danke. Also ja, ich verstehe einfach nicht, also irgendwie, also ich denke mal, die Theorie ist ja auch, dass Rose durch diesen Pilz, also dass sie das vererbt bekommen hat, weil Mia hatte den ja, ich habe den ja und das ist dann natürlich die logische Konsequenz. Rose hat diesen Pilz von uns vererbt bekommen. So, das heißt, sie ist ein specialiger Mutantenmensch irgendwie, aber das erklärt mir noch nicht so ganz, warum sie dann unbedingt, also ja, Miranda will halt ihr Kind da irgendwie in sie verpflanzen, auch wenn ich noch nicht so ganz verstehe, wieso, weshalb und warum überhaupt. Aber naja, ich muss ja nicht alles verstehen. So. Oh, yeah. Ja, it's a me. So, das ist immer noch kombinierbar. Das ist kombinierbar. Das. Ah, vielleicht, warte mal, vielleicht. Wait a minute. Danke für deine Treue. Vielleicht sind die ja miteinander kombinierbar. Weißt du, dass diese Rubine in die Halskette kommen? Ja. Ha, ha, ha. Nice, da ist sie doch. Die wunderschöne Halskette mit den zahlreichen Rubinen. Oh, G to the G. So, ach, guck mal. Eine aufwendig... Ach ja, stimmt. Diese Münzen gab es auch bei den Bakers. Ach, holy shit. Völlig verplant schon wieder. Völlig vergessen, ne? So, Lady Dimitrescus Halskette haben wir jetzt vervollständigt. Goldene Lady Dimitrescu. Auch sehr hübsch. Und der Caesaris-Pokal. Auch sehr schick. Okay, das kann ich jetzt alles willkommen verkaufen. Willkommen, Ethan. Dankeschön. So, weg. Wow, 50.000, nice. 20.000, 19.000, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aha. Wow. So, jetzt lass mal gucken. Die maximale Gesundheit steigt. Das könnte ich mir immer noch nicht holen. Wir haben jetzt den feinsten Fisch und wir brauchen aber noch viel Fisch. Wo kriegt man denn viel Fisch? Das brauche ich. Ich brauche ein saftiges Geflügel. Die maximale Gesundheit steigt beträchtlich. Das kann ich mir noch nicht holen, weil da fehlt mir immer noch der Fisch. Das ist doch die Verarsche hoch 10, ey. Da fehlt mir einfach noch so viel Fisch. Okay, so. Hast du noch... Beachte mich gar nicht. Ja, tue ich eh nie.
Ich überlege, ob ich die Magnum aufwerte, aber wenn ich später eine neue Magnum bekomme, wäre das doof. Wir lassen es mal so, wie es ist. Ich will das modifizieren. Geht aber nicht. Ja. Dann lassen wir es jetzt erstmal so, wie es ist. Ja, ist halt doof irgendwie. Um ehrlich zu sein. Gutes Geschäft. Das muss ich schon. Vor allem, weil wir langsam aber sicher keinen Platz mehr haben. Ich muss das mal ganz kurz hier alles so ein bisschen. Obwohl, das kann da eigentlich bleiben. Wir haben nicht mehr so viel Platz im Inventar. Ich wünschte, wir würden noch mal ein Köfferchen bekommen, damit wir das aufwerten können. So, ich versuche mal gerade ein bisschen Platz zu schaffen. Okay. Ja, immerhin ein bisschen. Also wie gesagt, ich finde das halt ein bisschen blöd, dass wir hier gar keine Möglichkeit zum Storagen haben. Das ist irgendwie auch so ein bisschen rückschrittig, finde ich. Wenn man überlegt, dass das ja in den alten Resident Evil... Hier brauche ich immer noch dieses Schild, ne? Das habe ich bisher noch nicht gefunden. Das muss ja eigentlich da irgendwo in der Nähe sein, oder? Weil die Schätze, da waren ja eigentlich die Sachen immer in der Nähe bisher. Ja, muss ich nochmal reinschauen. So, genau, der Weinberg. Ja, da waren wir, So, das ist Schatz unter der Festung und die Kannibalenbeute. Na, das klingt ja richtig lustig. Okay, ich glaube, sonst habe ich hier jetzt erstmal alles erledigt. Ja, da, wie gesagt, da komme ich nicht mehr hin. Dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt dahin, wo wir hin sollen. Und zwar in Richtung Heisenberg-Fabrik. Ja, ja, Rose wartet auf dich. Oh! Hallo! Erledige ich das Vieh? Boah, einfach mal gemacht. Oh, hier sind mehrere von denen. Ja, ist eigentlich doof, die zu erledigen, ne? Weil... Ach, gucke mal, da ist es doch. Da ist es doch. Gerade eben noch gefragt, wo das ist. Ah, jetzt geht's zu, ne? Amen, Halleluja. Kommen wir jetzt einfach mal weggeschossen, die Dinger hier. Weil sonst nerven die mich noch. Ja, this way und so weiter. Gut, komm, dann gehe ich jetzt noch schnell den Schatz holen. Ich meine, wer fragt, der findet oder so. So, dann hole ich mir das jetzt noch. Und dann geht's ab in Richtung Heisenberg. Ich drück mich schon wieder vor dem Typ, aber... Ich glaube, der Kampf gegen den wird auch echt nicht leicht. Es ist immer so eine gespenstische Stimmung hier. Ich glaube, das ist normal. Und irgendwie ist es hier nebliger als vorher, oder? Oder bilde ich mir das nur ein? Wahrscheinlich bilde ich mir nur ein. Ich glaube, ich gehe die andere Ziege da jetzt auch noch umnieten, die hier auf mich wartet. Weil hierhin zurückkommen werde ich dann definitiv nicht mehr. So, Ziege, ich komme gleich auf... Ach, warte mal. Da du gerade am Start bist. Schön, dass du dich freiwillig opferst. Hä? Wie jetzt? Ernsthaft? Komme ich da vorher auch nicht durch? Das war vorher nicht verschüttet, oder? Ach, selbst wenn. Ist egal, Hauptsache ich komme da durch. So, ihr... Oh Gott. Oh Gott, bitte was? Oh, wait, what? What? Hallo? Hallo, what the fuck? Ich habe nichts mehr... Na, schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Oh mein Gott. What the heck? Jetzt nicht dein Ernst. Warum? Warum? Alter, was?
Lauf, Ethan, lauf. Ich will nicht nochmal von seinem Ding getroffen werden, Alter. Alter, wie unfair ist das denn? Ja, ich weiß, du hast da gar keinen Bock drauf, aber weißt du? Weißt du, auf was ich keinen Bock mehr habe? Auf so Gegner wie dich, ey. Blendgeschoss. Kann ich da... Warte mal. Kann ich da wirklich nur... Nee. Warum nimmt er dann nicht die andere Munition? Weil ich hab doch noch Munition. Ja, kann ich die denn nicht einsetzen? Nein? Okay. Schlecht. Komm jetzt her! Kann ich die jetzt nochmal mitnehmen? Ja. Was ist denn das bitte für ein Riesenmonstervieh? Warum muss ich hier... Das verstehe ich nicht so ganz, warum der das mit der Munition nicht hingeballert bekommt. Ich weiß halt nicht, ob der sich permanent resettet, wenn ich hier immer wieder zurückgehe. Keine Ahnung. Warum hat er denn da gerade... Hallo? Dieses Kackvieh, das verstehe ich gerade nicht. Nein! Sehr gut, dass ich Sachen verschwende komplett. Das verstehe ich nicht, warum der Granatwerfer nicht die anderen Sachen jetzt nehmen kann als Munition. Verstehe ich wirklich gerade nicht. Geht aber irgendwie nicht. Verstehe ich es nicht so ganz. Ja, du hast doch Munition, oder? Es muss wirklich... Ne? Nehme ich jetzt die Magnum? Wie viel habe ich denn Schuss für die Magnum noch zusätzlich? Ja, nicht so viel, ne? Das ist blöd. Was? Du willst mich verarschen? Was geht denn jetzt bei dir? Kann man den überhaupt besiegen? Wow! Was ist denn das für ein Gegner? Wow. What the heck, Alter? Was zur Hölle war denn bitte das? Und wieso bin eigentlich ich immer diejenige, die voll angearscht ist in solchen Momenten? Also... Kristalline Riesenaxt. Ja, wundervoll. So. So, könnt ihr mich jetzt mal bitte in Ruhe lassen? Was? Wieso? Also, nee. Also, werde ich niemals verstehen. So. Claudia Benvenito. Ja. Wahrscheinlich hätte man auch einfach nur... Ja, da liegt sie.
Ja, wahrscheinlich hätte man auch einfach nur dieses Ding öffnen können und diesen Riesen dann einfach links liegen lassen. Aber jetzt habe ich halt Magnum-Munition verschwendet, ne? Das ist für mich echt so ein... Echt so ein No-Go eigentlich. Aber gut. So, wir haben jetzt bei vielen keine Munition mehr. Sowas liebe ich ja. Aber wer kann auch damit rechnen, dass bitte so ein Vieh auf einmal dann vor dir auftaucht? Kann ich nicht irgendwie den Typ ändern? Wie kann ich Objekte davon stapeln? Aber kann ich nicht irgendwie den Typ von dem Granatwerfer ändern? Wie gesagt, ich verstehe es nicht so ganz. Ganz merkwürdig, ja. Naja, egal. Jetzt habe ich dieses Ding auch fertig. So ein fettes, gegen so ein fettes Riesenvieh gekämpft. Ordentlich Munition verballert. Aber mal gucken, was die kristalline Streitaxt wert ist. Ich meine, ich weiß, ich soll ja keine Munition kaufen. Aber in solchen Momenten denke ich mir dann auch so, ich sollte mir Munition kaufen. Ich meine, der hat wie viel? 3 Magnum-Schüsse eingesteckt? 3 oder 4 Granatwerferschüsse, unendlich gefühlt Dingsschüsse. Das ist schon heftig. Ich habe jetzt immer noch nicht das Tagebuch vorgelesen, ich weiß. Ich werde das machen demnächst. Ah, Explosivgeschoss. Hier höre ich irgendwo noch so ein Ding, ja. Noch ein bisschen Lay. Das war es jetzt aber auch, glaube ich, mit diesen Teilen. Bin ich jetzt so oft dran vorbeigerannt. Habe ich immer wieder gehört, aber irgendwie immer wieder verpasst, runterzuschießen. So. Dann haben wir jetzt aber wenigstens theoretisch, glaube ich, alles so an Backtracking gemacht, was es zu machen gab. Ich gucke jetzt mal gerade. Ja, das ist auch nicht kombinierbar. Da ist auch nichts Besonderes dran. Und da jetzt auch nicht... Wirklich, okay. Na dann, wie viel gibst du mir dafür? Bitte ganz, ganz viel, weil ich habe da so viel Munition verschwendet. Ja, für 30.000 hat es sich jetzt nicht gelohnt, finde ich. Aber okay. Aha! Mhm. So, ich werde das jetzt auf. Weil ich habe jetzt genug Geld, meiner Meinung nach. Ich kaufe mir auch mal Wusste ich Heilung, doch, dass dich das interessieren Weil ich habe momentan echt nicht so viel davon. Und das würde mich ankeksen. So, das kaufe ich jetzt auch. Für die Rifle kaufe ich mal... Obwohl, reduziert das Wackeln. Erhöht die Reichweite und reduziert das Wackeln. Das ist eigentlich ganz interessant. Die Sicherstellung von Wackeln. Schönen Tag. Ich habe das nicht angebracht, das muss ich jetzt nochmal machen. So, perfekt. Okay, die ist jetzt komplett aufgewertet. Da fehlt noch eine Aufwertung, hier fehlen noch 2 Aufwertungen. Da fehlen auch noch ein paar Aufwertungen. Okay, würde ich mal sagen, ich lasse das jetzt so, wie es ist. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Resident Evil 8. Und dann geht es endlich Richtung Heisenberg, endlich Richtung Festung. Bis dahin würde ich mich jetzt verabschieden und sage, bye bye.